Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum 60. Bonner Wirtschaftstalk. Wirklich, der 60. Bonner Wirtschaftstalk. Vor 12 Jahren, als es losging, da saßen hier beim ersten Wirtschaftstalk Arthur Krizesik von der Sparkasse, Peter Wettenbrock von der SWB und Wolfgang Griesel von der IHK. Alle drei haben mittlerweile Nachfolgerinnen oder Nachfolger. Und ich bin der Nachfolger meiner lieben ehemaligen WDR-Kollegin Angela Maas. Warum erzähle ich Ihnen am Anfang so viel über Nachfolge? Naja, um die Nachfolge, um den Generationswechsel im Unternehmen geht es heute. Und das alles live aus dem Kammermusiksaal hier im Beethovenhaus. Gleich nebenan verbrachte der berühmteste Sohn der Stadt seine ersten 22 Jahre. Und Johannes Brahms wurde schon zu Lebzeiten als legitimer Nachfolger von Beethovens bezeichnet. Sehen Sie, schon wieder Nachfolger. Bis zu dem Ende des Jahres 2026 streben mehr als 500.000 der mittelständischen Unternehmen in Deutschland eine Nachfolge an, mehr als 500.000. Die Frage ist, ob sie damit Erfolg haben werden, denn es werden sehr viel mehr Nachfolgende gesucht, als dafür zur Verfügung stehen. Und dieses Problem wird sich aufgrund des demografischen Wandels sicherlich nicht verbessern. Fest steht, es gibt Handlungsbedarf und es gibt Gesprächsbedarf. Und dem wollen wir Folge leisten. Mit mir zusammen im Gespräch sind heute Abend Peter Kuhne, Geschäftsführer der Kuhne Anlagenbau GmbH aus St. Augustin und Vizepräsident der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, es ist die zweite Generation, die selber das Familienunternehmen übernommen hat. Und wir werden natürlich auch danach fragen, wie denn so der Plan für den Generationswechsel aussehen wird bei Ihnen. Vielleicht zuerst einmal, wenn Sie schon so ein bisschen in die Glaskugel gucken, wird das bei Ihnen eher so ein Ruhestand oder eher ein Unruhestand? Da müssen Sie mal meine Frau fragen. Also, ist die heute hier? Nee. Ah, ist da. Dann frage. Das ist ein halb. Sie hat gerade runtergerufen, Unruhestand. Ja, ach so. Seit mehreren Jahrzehnten glücklich unterschiedlicher Meinung. Aber schön, dass Sie da sind und auch, dass Sie Ihre Frau mitgebracht haben. Dr. Guido Plassmeier ist mit dabei, Partner von Schmitz Knoth, Rechtsanwälte aus Bonn und Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer Köln. Hallo, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ja, Sie haben schon viele Wechsel in Unternehmen begleitet und Sie werden hoffentlich so ein bisschen heute Abend auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ohne Nennung von Namen. Aber selbstverständlich ohne Nennung von Namen. Welche Modelle Ihnen da schon so alles begegnet sind, da sind wir gespannt. Stichwort Nachfolge, Partner habe ich vorgelesen. Wie oft wechseln denn Partner? Sie waren auch mal Juniorpartner. Was kommt denn danach? Sehr, sehr selten. Also ich war in noch keiner anderen Anwaltskanzlei, war aber mal in der Industrie bei einem Chemieunternehmen mit eigener Fußballmannschaft. Aber auch da muss die Diskretion jetzt eingreifen. Mehr darf ich nicht sagen. Aber ansonsten in der Partnerschaft nie gewechselt. Aber ich glaube, ich weiß, wen Sie meinen. Danke dafür. Felix Kuhn ist mit dabei. Sales Business Development, also übersetzt im Vertrieb und in der Geschäftsfeldentwicklung tätig und Prokurist der Kuhne Group. Hallo, Herr Kuhne. Hallo. Sie haben, meine Damen und Herren, Sie haben richtig gehört, Kuhne. Ne? Klar, es gibt eine familiäre Bindung hier vorne. Sie wären die dritte Generation bei Kuhne. Das haben Sie ja gut herausgefunden. Ja, ich finde, man sieht es auch so. Ich finde das mal sehr spannend, wirklich mal beide Generationen hier in der Runde zu haben. Eine erste Frage, um das richtig zu verstehen, Herr Kuhne. Wie diplomatisch muss man als Sohn im Unternehmen sein, solange der Vater noch da ist? Schwierig. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber nein, also ich muss sagen, das funktioniert ganz gut. Also da muss man natürlich zwischendurch mal die Diplomatie walten lassen, aber so an sich haben wir da, würde ich jetzt von meiner Seite sagen, eher weniger die Probleme. Ja, wir werden später darüber noch ein bisschen sprechen. Schön, dass Sie da sind, Herr Kuhne. Und Katrin Dauven ist mit dabei, Generalbevollmächtigte, also im erweiterten Vorstandsteam der Sparkasse Köln-Bonn. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Ja, zum einen sind Sie fachlich eingebunden bei den Kunden, wenn es um Prozesse der Veränderung, also um die Transformation bei der Nachfolge geht. Sie selbst sind Kind der Sparkasse. Sie kommen ursprünglich von der Sparkasse Aachen, dann ging es für Sie an den Rhein. Wir sprechen ja heute auch viel von Familie und Familiennachfolge. Gibt es auch sowas wie eine Sparkassenfamilie?
Ja, also ich, wenn ich hier so rumgucke, einige Familienmitglieder, möchte ich sagen, also das ist schon so, klar, einmal innerhalb einer Sparkasse, aber auch die Sparkassenfinanzgruppe deutschlandweit als Geflecht ist schon, man erkennt sich als Sparkästler, würde ich sagen. Ja. Sehr schön. Ja, Stichwort, wer übernimmt das Steuer? Aktuell stehen nach Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung, IFM in Bonn, bundesweit jährlich in rund 30.000 Familienunternehmen Übergaben an. Das sind nur die Familienunternehmen, von den anderen, von der 500.000 habe ich gerade gesprochen. Wann ist es denn Zeit, sich über Nachfolge, über den Generationenwechsel im eigenen Unternehmen Gedanken zu machen? Wenn man fast umkippt oder mit 10 Jahren Vorlauf oder et kütt wird kütt oder ständig, was würden Sie sagen? Herr Plassmeier, was meinen Sie? Also ich würde sagen, es ist eigentlich nie zu früh, weil es ganz, ganz wichtig ist, ich glaube, ehrlich mit sich umzugehen und auch mit der nächsten Nachfolgegeneration, dass man die in einem offenen Gespräch auch versucht zu analysieren, ob die Spaß dran haben, überhaupt in die Nachfolge einzutreten und ob es auch für einen selbst das Wichtigste ist, in die nächste Generation familienintern zu übergeben oder ob man vielleicht auch einen externen Investorenprozess zur Nachfolgeplanung anstrebt. Und weil sich solche Prozesse in aller Regel dann doch länger hinziehen, als man ursprünglich immer geplant hat, würde ich immer sagen, ist eigentlich nie zu früh, sich da Gedanken zu machen. Und wie gesagt, auch immer die nächste Generation, so sie denn überhaupt vorhanden ist, in diese Gedankenspiele mit einzubeziehen. Weil das sollte nach meinem Dafürhalten ein sehr offener Prozess sein, um auch am Ende, sage ich mal, die Erwartungen auf beiden Seiten vernünftig einschätzen zu können. Frau Daufen, wie sind da Ihre Erfahrungen? Was würden Sie sagen? Also dieses Mantra, zu früh gibt es nicht, würde ich absolut unterstreichen. Denn ja, familiäre Lösungen sind vielleicht manchmal Plan A, den gibt es aber einfach nicht immer. Und dann muss ich mich auf dem Markt umschauen, wer könnte denn passen, wer hat die Expertise, wer passt auch zu meinem Unternehmen. Und diese Suche sollte ja nicht übers Knie gebrochen werden. Man will ja sein Herzstück nicht irgendjemandem anvertrauen. Sein Unternehmen, das man aufgebaut hat, das muss passen und zwar so gut es geht. Und dafür braucht man Zeit. Peter Kuhne, wann ging es bei Ihnen los mit dem Gedanken oder mit dem Gedankenspiel? Bei meiner eigenen Übergabe an Kind oder bei der Übergabe meines Vaters an mich? Es ist beides interessant. Fangen wir mit dem Vater mal an. Das war sehr hauruckartig. Eigentlich wollte ich Tierarzt werden. Hm. Ich bin im 5. Stock eines Hochhauses groß geworden. Und als ich so 17 war, hatte mein Vater, kam zum Gespräch oder sagte, wir müssen mal reden. Ich habe die Möglichkeit, eine Firma zu kaufen. Er war bis dato Geschäftsführer, früher hieß sowas Direktor in dieser Firma und sagte, das heißt aber, wir müssen alles investieren, was wir haben. Aber keine Angst, das ist nicht viel. Heutzutage würde man das in Bankenkreisen Management Buyout nennen. Früher war das ohne Geld etwas kaufen. Man hat also im Prinzip Vorschuss auf zukünftige Gewinne genommen. Naja, und dann habe ich gesagt, ja, studiere ich halt irgendwas anderes. Ich war eigentlich zu blöd für alles. Und dann habe ich Maschinenbau in Aachen studiert, weil ich dachte, das würde mir helfen, um mich vorzubereiten auf diesen späteren Einsatz als Gesellschafter einer Firma, die mir mit 17, 18, 19 noch relativ unbekannt war. Und wie war es eine Generation weiter? Wann ging es da los? Wann hat man da die Fühler ausgestreckt? Ja, da haben wir, ich muss ein bisschen widersprechen, zu früh hat keinen Sinn. Also wir haben ja mehrere Kinder und man sollte ja erst mal gucken, dass die Kinder, die als potenzielle Nachfolger in Frage kommen, ja mal so ein bisschen auf Augenhöhe auch sprechen können. Also ich halte nichts davon, einem Zweijährigen einen Lego- oder Märklin-Kasten zu geben und sagen, ach, guck mal, wie hübsch der schraubt, der kann bestimmt mal Geschäftsführer werden. Das war in der Tat, als unsere Kinder so zwischen 15 und 18 waren, haben wir ein solches Gespräch geführt. Und ich war eigentlich erstaunt, es war noch 45 Minuten zu Ende, weil eigentlich alle der Meinung waren, er soll es machen. Ah, okay. Weil die anderen beiden Geschwister auch. Um das so ein bisschen aufzuklären, Sie haben 3 Kinder, ja. Sie haben 2 Söhne und eine Tochter. Ja. Ein Sohn ist Arzt, ja. Die Tochter arbeitet bei einem Konkurrenzunternehmen. Mechatronikerin? Ja. Ja, nicht Konkurrenz. Nee? Ach so. Nein. Okay, aber arbeitet auch in der Branche sozusagen. Ja, genau. Und dann war relativ schnell, und dann kam Herr Kuhne. Wie klar war das für Sie? Mensch,
Gut, der mit dem Arzt, das wird nicht funktionieren, der wird es nicht machen, aber die Schwester vielleicht oder so? Ja, also bei mir hat das so angefangen in der 7., 8. Klasse. Ich bin erst auf die Realschule gegangen, nicht wie meine zwei Geschwister, die direkt aufs Gymnasium gegangen sind. Und ja, ich habe das immer so gesehen, was mein Vater gemacht hat und auch was mein Opa, ne, irgendwo aufgebaut hat. Ja, und dann dachte ich mir so, gut, wenn es die ersten beiden nicht machen wollen, dann mache ich es. So war es wirklich am Anfang, so dass ich einfach gedacht habe, okay, ich interessiere mich einfach dafür. Mhm. Ich habe da für Interesse, da irgendwo in diese Richtung zu gehen. Wie alt waren Sie da? Da war ich in der 8. Klasse. Ah, okay. Was ist man da, 15 oder 14, 15? Ja, genau, so 12, 13 oder sowas. Dann zum ersten Mal gedacht und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du mal irgendwo was machen und habe dann auf die Qualifikation zugearbeitet und dann kam da so ein Schritt zum nächsten, wo man dann immer so ein bisschen mehr zu diesem Ziel kam. Genau. Insgesamt sind es, Herr Kruno, 3 Kinder. Was hätten Sie gemacht, wenn keiner der Kinder gewollt hätte? Lose ziehen? Nee. Ich bin gewohnt, Probleme zu lösen, wenn sie sich ergeben. Aber das gab es ja nicht. Ne? Schauen wir mal, würde ich dann sagen. Man muss die Firma ja auch erhalten. Sie tun immer so, als wenn man so prognostizieren kann, dass eine Firma 30 Jahre existiert. Wenn Sie mal in der Region hier rumgucken, sind doch ein paar Namen verschwunden. Also man muss sich erst mal dazu einsetzen, etwas einigermaßen Gesundes weiterzugeben und keinen kranken Patienten. Herr Dr. Plassmeier, der Volksmund sagt gerne mal, Blut ist dicker als Wasser. Muss oder sollte es immer die Blutlinie sein, die übernimmt, immer vorausgesetzt, da ist jemand? Oder bietet es sich manchmal einfach nicht an? Also natürlich muss eine gewisse Lust logischerweise und Interesse da sein, aber... Genau, ich würde sagen, in dem Bereich, es muss halt passen. Also ich sage mal, so wie Sie es schildern, das ist natürlich die ideale Welt, dass jemand sagt, ich habe da Spaß dran, das ist interessant und in dem Fall auch noch die beiden anderen sagen, für mich ist es vielleicht eher nichts. Weil ich sage mal, auch solche Konstellationen mit mehreren Nachfolgern in einem Unternehmen können durchaus problematisch sein. Wer macht was? Wer entscheidet? So, wenn sich das in dieser Art und Weise natürlich ergibt, das ist in der Tat die ideale Welt. Ich sage nur, wenn es sich mal nicht ergibt, und das ist manchmal ein schmerzhafter Prozess, sowohl für die potenziellen Nachfolger als auch für die übergebende Generation, weil ich sage mal, das kennt man ja von sich selbst, man möchte sozusagen naturgegeben das gerne in der Familie irgendwie auch erhalten, aber wenn man dann erkennt, dass es vielleicht nicht passt oder die nächste Generation andere Interessen haben, dann muss man oder sollte man auch loslassen können, um für das Unternehmen, das haben Sie auch richtig gesprochen, das ist ja auch eine eigene juristische Person, hat ja auch ein gewisses Eigenleben, um das Unternehmen sozusagen weiter aufrechtzuerhalten. Da hängen Arbeitsplätze dran das dient der Lebenssicherung, dass man dann eine vernünftige Lösung findet. Welche anderen Konzepte gibt es? Da muss jemand gefunden werden. Das Management Buyout ist so ein Klassiker, also dass sich jemand im Unternehmen findet. Auch das ist gerade in so Mittelstandskonstellationen gar nicht so selten, wie man das vielleicht meint. Das ist manchmal ein Problem der Finanzierbarkeit, weil da sind häufig interessante oder interessierte Mitarbeiter, die es gerne machen würden, aber ähnlich wie Sie es geschildert haben, dann vielleicht nicht gerade den Kaufpreis auf der hohen Kante liegen haben. Das muss also finanziert werden. Oder aber man startet einen komplett externen Investorenprozess und dann sind wir wieder bei der Frage, wie lange darf sowas dauern? Und da muss man halt aufpassen, dass man nicht, auf die letzte Rille das erst anstößt, sondern möglichst früh, um einfach auch einen geordneten Übergang zu ermöglichen. Das klingt so ein bisschen, als wenn es immer, aus Ihrer Erfahrung heraus, immer länger dauert, als man es eigentlich gedacht hat. Es zieht sich einfach, bis dann wirklich alles unter Dach und Fach ist. Das ist leider so. Also ja, da versuche ich auch in solchen Prozessen nach Möglichkeit, auch früh die Erwartung etwas zu dämpfen. Sie haben ja häufig dann so einen M&A-Berater, gerade wenn es ein externer Prozess ist und die sagen, wir machen hier einen schlanken Prozess und bereiten den Datenraum vor und im halben Jahr sind wir durch. Das sind die seltensten Fälle. Also ich sage mal, man muss schon damit rechnen, dass man Minimum über ein Jahr redet. Und das ist einfach Zeit. Manchmal scheitern solche Prozesse auch, weil sich kein geeigneter Käufer findet, weil das Marktumfeld, denken Sie an die Zeit in Corona, ich sage mal, alles, was da im Vorlauf war, ist dann sozusagen auch erstmal abgebrochen worden, weil alle sich erstmal einrütteln mussten. Und sowas gibt es immer mal wieder, Rohpreiserhöhungen, Rohstoffpreiserhöhungen, wo man einfach sagt, jetzt lassen wir den Markt mal etwas sich wieder sondieren, bevor wir einsteigen. Also solche Prozesse können auch auf halbem Wege scheitern. Und da sollte man sich auch genug Luft mitnehmen, dass man das auch durchhalten kann, um
die beste Lösung dann fürs Unternehmen und für sich selbst zu finden. Sie hatten von einem M&A-Berater gesprochen. M&A, also Entschuldigung, was ist das? Mergers and Acquisitions, also die sozusagen solche Übergabeprozesse meistens extern dann auch mit begleiten, die also Investorenansprache machen, okay, die den Markt sondieren. Frau Dauven, wann wird das Thema Nachfolge für Sie, für die Sparkasse Köln-Bonn interessant? Wann ist die Sparkasse gefragt? Wann steigt sie ein? Wie läuft das ab? Also es gibt nicht das Datum oder das Alter des Unternehmers, wo es sinnvoll ist, aber Thema, es geht nicht zu früh. Klar, das Beispiel war eben sehr hart gewählt, aber ich sag mal so, ab dem Alter von 55 Jahren des bisherigen Unternehmers darf man mal darüber nachdenken, in welche Generation möchte ich es denn vergeben und wie möchte ich es gestalten. Und wenn es nicht so eine glückliche Fügung gibt wie bei Ihnen beiden, dann ist diese Suche nach einem passenden Käufer, der auch den Kaufpreis bezahlen möchte, den ich mir vielleicht vorstelle für mein Lebenswerk, das darf dann auch mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und das Finden des passenden Kaufpreises ist tatsächlich auch ein Thema, was, glaube ich, das erleben Sie wahrscheinlich auch in Ihrer Beratung, Tätigkeit schon auch manchmal hartes Brot ist. Ne? Zu überlegen, der Käufer möchte möglichst wenig, der Verkäufer möchte aber sein Lebenswerk möglichst gewinnbringend veräußern. Da sind zwei Interessenslagen und das ist für uns auch in der Sparkasse dann die Herausforderung, diese beiden Interessenslagen vernünftig zu bedienen, getrennt voneinander. Jeder hat seine Berechtigung. Jeder hat ihre Berechtigung und dafür sind wir da, für beide Seiten. Da wird die Sparkasse zum Mediator. Sozusagen. Ein bisschen, oder? Sozusagen. Also ja. Es gibt auch dann den Berater für den bisherigen Unternehmer, also den Firmenkundenberater, der ihn ja schon jahrelang begleitet im besten Falle, und unser Gründercenter mit Experten, die sich eben dann für die Übernehmenden, für die Existenzgründer stark machen. Da gibt es dann zwei Herzen in unserer Brust. Auch. Was ist Ihnen lieber, Übernahmen in der Familie oder durch Externe? Kann man nicht so sagen. Nee, ich würde es, genau, es muss einfach passen, weil, das lassen Sie eben auch, es hängen Mitarbeitende dran, es hängt Wirtschaftskraft dran. Darum ist uns allen gelegen, dass das erhalten bleibt in der Region und da muss einfach der Beste oder die Beste zum Zuge kommen. Was würden Sie sagen, Herr Plassmeier? Ist es mit einem externen oder mit einem Familienmitglied komplizierter? Also emotional ist es wahrscheinlich auf den ersten Blick mit einem Familienmitglied leichter, langfristig dann vielleicht etwas schwieriger, weil auch die übergebende Generation, das ist, glaube ich, manchmal ein schwieriger Prozess, auch loslassen können muss. Also man muss, glaube ich, akzeptieren, dass die nächste Generation andere Entscheidungen trifft, falsche Entscheidungen trifft, nach eigenem Empfinden, aber man muss sozusagen auch loslassen können. Und das ist sicherlich ein Vorteil bei einem Externen. Ich glaube, da kann man sich emotional schneller lösen, weil das einfach ein neuer Gesellschafter ist, der halt eigene Strukturen hat, eigene Entscheidungen trifft, vielleicht in einem Konzern eingegliedert ist. Also ich sage mal, die emotionale Lösung geht da, glaube ich, etwas schwieriger. Und Sie werden mir vielleicht recht geben. Ich meine, man bleibt wahrscheinlich, Sie sagten eben schon, Unruhestand. So ein bisschen Unternehmer bleibt man ja immer noch, auch im Ruhestand, und schaut, sage ich mal, der nächsten Generation wohlwollend über die Schulter, aber hat, glaube ich, auch immer so einen Impuls, auch ein bisschen noch begleitend und ratgebend zur Seite zu stehen. Also da ist sozusagen diese Grenzziehung, dass man sagt, ich bin jetzt emotional dann auch distanziert und raus, deutlich schwieriger. Was nicht immer schlimm sein muss, sondern kann ja auch schön sein. Dann bleiben wir noch einen Moment bei den Familienunternehmen. Früher oder später stellt sich ja die Frage nach dem Nachfolger. Doch dass der eigene Nachwuchs übernimmt, wird zunehmend seltener, sehr allgemeine, aber wie ich finde, sehr wichtige Frage. Wie schwierig ist es, eine Nachfolge zu finden? Also ist es schwieriger beispielsweise als früher, als vor 20 Jahren, als vor 40 Jahren? Herr Kuhne, Sie sind als Unternehmer hier, Sie sind aber auch als Vizepräsident der IHK. Bonn-Rhein-Sieke, haben Sie da Erfahrungen gemacht? Können Sie das so ein bisschen einordnen? Was würden Sie sagen? Ist es schwieriger als früher oder kommt es dann wirklich auf den Einzelfall an? Also ich glaube, es ist schwieriger geworden. Also mich wundert, wie locker das bei uns gegangen ist. Mhm. Aber auch ich höre oft von Familien, wo die Kinder kein Interesse haben. Man darf nicht vergessen, so Unternehmen, das sieht von außen immer toll aus. Wir haben 250 Mitarbeiter, wir müssen jeden Monat 1,3 Millionen Gehälter zahlen. Die müssen reinkommen. Es ist nicht die prickelndste Zeit im Augenblick. Wir haben Glück, weil wir gute Produkte haben, aber das hat nichts mit meiner Intelligenz zu tun, sondern mit Glück. Und ich meine, das muss man wollen. Haben Sie einen Wohnblock in Köln mit 10 Mietparteien, haben Sie ein problemloses Leben. Wir müssen abends mal gucken, ob die Heizung funktioniert. Aber so ein Unternehmen zu führen in dieser Zeit ist nichts Einfaches. Das muss man wollen.
Und vor allem muss man es gerne wollen. Und ich glaube, dass viele Kinder oder Heranwachsende ein bisschen Angst haben vor der Verantwortung. Also wir haben auch, glaube ich, offen darüber gesprochen, der soll sich das gut überlegen. Der Arzt hat eine ganze Zeit bei Siemens gearbeitet für ein Wahnsinnsgeld. Der hat ein ruhigeres Leben, glaube ich, was die Nächte angeht. Ob er so zufrieden ist, wage ich zu bezweifeln. Aber, Schöne Grüße an dieser Stelle, genau. Ja, wir aber unterhalten uns ja ab und zu mal unter. Ja. Realisiert man das schon so oder geht einem das so durch den Kopf? Hat man da vielleicht noch mal die eine oder andere schlaflose Nacht oder so? Was geht einem da so durchs Hirn, Herr Kuhne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Vater meinte es ja bereits, wir haben uns mit 17 zusammengesetzt. Ja. Und ich, wenn ich von der Zeit überlege, und das war auch ein guter Tipp, den er mir gegeben hat. Wie alt sind Sie jetzt, wenn ich? 33. 33. Und ich bin aber auch erst mit, sag ich mal, kurz vor 30 bin ich ins Unternehmen reingekommen, Vollzeit. Ich habe vorher immer mit dem Unternehmen gearbeitet, während des Studiums, habe eine Ausbildung gemacht, habe so versucht, wie gesagt, diese Schritte zu machen. Aber die Zeit zwischen sozusagen am Tisch zu sitzen und zu sagen, jo, gut, wenn es keiner macht, dann mache ich es halt. Das war wirklich am Anfang so mehr oder weniger die Sache, weil ich gesehen habe, okay, meine Geschwister gehen da in eine andere Richtung. Das ist schon was, was man sagen würde, wo ich sagen würde, das ist, ich glaube, die schlaflosen Nächte bis jetzt hatte ich dazwischen, ne? Wo man wirklich sich auch mal überlegt, okay, bin ich eigentlich überhaupt der Geeignete dafür? An sich, ne, wie mein Vater auch schon sagt, das hat vieles hat auch mit, sage ich mal, der wirtschaftlichen Situation, ob das jetzt Glück oder zu tun hat, aber gerade mit den Leuten, die in dem Unternehmen arbeiten, und da fragt man sich dann schon, zwischendurch ist das Richtige, aber ich muss feststellen, seitdem ich da Vollzeit bin und mir sozusagen so ein bisschen jetzt ernte, was ich vorher gesät habe mit dem Abitur auch und mit der Ausbildung und mit dem Studium und dann macht das, das lässt einen ruhiger schlafen, aber ich weiß auch ganz genau, dass da noch eine gute Zeit auf mich zukommt, wo das vielleicht mal nicht der Fall sein wird. Holt man sich da auch so ein bisschen Unterstützung von außen oder mal mit einem leitenden Mitarbeiter oder außen, ich weiß nicht, oder was gibt's noch? Also es gibt neutrale Beobachter, die auf so eine Sache drauf gucken, um das einfach mal so in die Wege zu führen. Ja, absolut. Also ich habe, ich wollte mir sozusagen so ein gutes Grundgerüst bauen. Mhm. Und ich habe mir einen Coach genommen, absolut. Das haben mir auch viele geraten, weil ich glaube, damit ist auch wirklich jeder gut beraten. Selbst, sage ich mal, mein Vater hat jetzt so viel nicht mit dem Coach zu tun, aber selbst dafür ist das gut, ne? Weil das ist einfach einer, der ist komplett aus der Firma raus, der weiß, wie eine Firma funktioniert. Das ist, der ist da, hat auch selber mal eine geleitet. Aber er ist so komplett, also außenstehend und kann einfach Tipps geben, wie das funktionieren kann. Weil das ist eine emotionale Sache, absolut. Ich bin auch verwundert, dass das so bis jetzt auf jeden Fall sehr gut geklappt hat. Mal gucken, wie die Sendung noch so weitergeht. Genau. Nein. Ich bin da sehr zuversichtlich. Pardon, wir haben es gehört, so ein bisschen Unterstützung neben der Sparkasse oder dann auch so ein bisschen noch Unterstützung zu bekommen, macht sicherlich Sinn bei so einem emotionalen Prozess, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das Thema rechtzeitig anfangen und mit jemandem sprechen, der sich mit diesen Themen Übernahme, Übergabe auskennt. Das gilt für beide Seiten, sowohl für den Abgebenden als auch für den Übernehmenden, für die Übernehmende. Es hilft, einen Sparringspartner zu haben, weil einfach zwei völlig unterschiedliche Interessenlagen aufeinander kommen. Bei einem Übernehmenden ist im familiären Umfeld vielleicht etwas anders, aber wenn ein externer Übernehmender reinkommt, der hat, wie gesagt, eine andere Vorstellung als der Abgebende. Und da braucht es für beide Seiten Sparring, um sich auf einen Kaufpreis zu einigen, um abzuklären, was soll eigentlich genau verkauft werden, was ist da mit drin, welche Verträge muss der oder soll der Übernehmende mit übernehmen, worauf lässt er sich ein. All solche Sachen müssen besprochen werden. Und allein diese Fragen schon mal zu stellen, da muss man ja erst mal drauf kommen. Ich hatte ursprünglich gefragt, wie schwierig ist es, eine Nachfolge zu finden, Herr Dr. Plassmeier, ist es schwieriger als früher? Was würden Sie sagen, als vor 20, 30, 40 Jahren? Ich möchte vielleicht erstmal eine Antwort schon mal zu geben, weil Sie sagen, wir sind beide so verwundert, dass es bei Ihnen so gut geklappt hat. Also ich höre das ja jetzt auch zum ersten Mal. Ich glaube, ein Schlüssel könnte daran liegen, dass Sie sich einfach offen diesem Prozess stellen, weil ich sage mal auch das, was Sie sagen. Ich habe mir einen Coach genommen, der mich sozusagen neben meinem Vater einfach extern auch berät und vielleicht auch mal spiegelt.
Das findet man leider noch viel zu selten, weil ich sag mal, gerade in familiengeprägten Unternehmen eine gewisse Eitelkeit oft da ist, dass man sagt, ich brauche keinen Coach, das hat so einen Makel irgendwie, den es gar nicht hat. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn ich das höre, also Sie haben ein offenes Gespräch geführt und Sie sagen und haben erkannt, das ist auch jetzt nicht ganz einfach. Es wird ja auch nochmal schwierig, sozusagen dann auch mal wahrgenommen zu werden als Chef. Ich habe einen guten Freund, der hatte Zeit seines Berufslebens den Junior hinten auf der Visitenkarte stehen. Das ist halt auch nicht immer einfach, wenn man sozusagen im Unternehmen auch mit Mitarbeitern zu tun hat, die einen kennen, als man mit dem Kettcar über den Hof gefahren ist und auf einmal ist man der Chef. Und da, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig und ich finde das toll, dass Sie sagen, da hole ich mir einfach externe Impulse und lass mich ein bisschen coachen, um auch vorbereitet zu sein auf diese Situation. Also das ist sicherlich ein mustergültiger Prozess, wie das Ganze laufen kann. Schwieriger als früher? Die Frage habe ich nicht vergessen. Ich würde sagen, dass es definitiv schwieriger ist als früher. Ich würde aber davor warnen, das darauf zurückzuschieben, dass man sagt, die Gen Z, die wollen alle nur Work-Life-Balance. Das ist halt eine andere Zeit. Und ich sag mal, ich glaube, das muss man auch als übergebende Generation einfach annehmen, weil man es eh nicht ändern kann. Das ist eine Generation, die andere Prioritäten hat und damit muss man versuchen, umzugehen. Es kann auch Konstellationen geben, indem man diesen Raum zum Beispiel gibt, indem man auf mehrere Kinder überleitet, die sich dann auch die Aufgabe teilen. Also ich glaube, auch da ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch nach kreativen Lösungen Ausschau hält, aber das macht es in der Tat nicht einfacher, weil so wie ich das eben gehört habe, ich glaube in Ihrer Generation, das wäre bei mir ganz ähnlich gewesen, wenn der Vater sagt, pass mal auf, ich mache das jetzt, perspektivisch bist du mit dabei. Ich glaube, da hätten viele in meinem Alter gesagt, ja, selbstverständlich, das wäre überhaupt keine Diskussion gewesen. Heute wird es halt von der nächsten Generation deutlich diverser, sage ich mal, reflektiert. Und man sagt, ja, das ist eine Option. Ich habe aber auch noch andere Optionen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, das zu erkennen und auch nicht als Makel aufzufassen, wenn ein Kind sagt, ich möchte lieber Opernsänger werden oder Konzertpianist, weil die Optionen sind da und das muss man einfach akzeptieren. Da hätte ich ihm aber geraten. Bei Konzertpianist hätte ich ihm abgeraten. Ich kenne so eine Konstellation. Also wenn er wirklich Konzertpianist werden wollte, meine Damen und Herren, ich hatte im Vorfeld mal gefragt, da waren Sie noch nicht mehr dabei, wer kann denn mal auf dem Flügel da hinten spielen? Da hat sich niemand gemeldet. Also wenn Sie jetzt gerne noch möchten, aber nein, gut. Herr Kuhne, Sie hatten am Anfang erzählt, ja, ursprünglich war die Idee bei Ihnen, Mensch, Tierarzt wäre eine ganz gute Idee, da habe ich Lust zu. Dann kam dieses Gespräch, da waren Sie 17 Jahre alt mit Ihrem Vater und der ja, nahm Sie damit in diese Richtung, da wo Sie heute sind. Wie guckt man da zurück? Bereut man das oder versucht man dann dieses Interesse, was man ja damals mit diesem Beruf auch hatte, möglicherweise irgendwie anders aufzufangen, kompensiert man das? Wie geht man damit um? Sie hängen das sehr hoch auf. Ich wusste überhaupt nicht, auf was ich mich eingelassen habe. Und ich glaube, mein Vater auch nicht. Ja. Es gibt einen ganz wichtigen Punkt, den man vielleicht nicht vergessen darf. In der Generation meines Vaters, mein Vater war im Krieg. Ich bin Nachkriegsgeneration. Janis Joplin hat mal gesagt, freedom means nothing left to lose. Wir hatten nichts, was wir verlieren konnten. Mhm. Mein Vater hat 15.000 D-Mark, damals war eine GmbH, 20.000 D-Mark, 15.000 D-Mark gehabt, 5.000 D-Mark geliehen. Wir sind heute in einem anderen Stadium. Also die Firma ist jetzt 2.000-3.000 Euro D-Mark mehr wert. Sie haben jetzt einen Wertgegenstand. Mhm. Das ist Kacke. Ja? Wenn Sie nichts haben, können Sie auch nichts verlieren. Ja, gibt es denn einen konkreten Plan oder wie sieht der aus? Ich muss ja dann auch so fragen, weil Sie beide ja auch bei uns hier in der Sendung sind und da können wir ja dann direkt auch die Fragen loswerden an den Nachfolger beziehungsweise derjenige, der gerade die Firma noch führt. Gibt es einen konkreten Plan? Wie sieht der aus? Ich führe die Firma nicht. Wir haben 3 angestellte Geschäftsführer, ich bin Gesellschafter. Ich sammle immer nur die Millionen ein. Jeden Monat so 2-3 Millionen und dann gehe ich auf meine Yacht in Monte Carlo. Das ist mein Tagesgeschäft. Dann ist es ja doch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die anderen Fragen müssen Sie stellen. Der ist dann der Nachfolger. Gibt es ein Datum? Oder gab es ein Datum?
ja, irgendwann soll es passieren. Man sagt ja im Fachjargon mittelfristig, das sind dann so, glaube ich, 3 bis 5 Jahre. Aber wie gesagt, also es gibt kein konkretes Datum, aber da wäre ich auch der Letzte, der da irgendjemanden rausjagt aus der Firma. Aber ich glaube, solange das funktioniert und so gut machbar ist, kann ich ihn ja manchmal von der Yacht nochmal runterholen. Aber Spaß beiseite. Also das ist wirklich, also es funktioniert zurzeit gut und ich glaube, dadurch, dass wir, ich habe auch das Gefühl, dass das einigermaßen gut vorbereitet war, dass wir da irgendwie auch Glück hatten, dass da jetzt nicht noch der Bruder und die Schwester auch noch ein bisschen was vom Kuchen haben wollten. Also von der Firma, ne? Vom Kuchen natürlich, aber von der Firma nicht. Das war irgendwo, das hat vieles vereinfacht. Und ich glaube, ja, wenn das so weitergeht, gibt es, wie gesagt, kein klares Datum, aber irgendwann kann ich mir auch vorstellen, dass du dann auch nicht mehr so Lust hast. Wahrscheinlich mal sterben, also so wie es aussieht, denke ich mal. Wir haben 3 Geschäftsführer und ich stelle mir vor, irgendwann kommt die Idee und sagt, das ist mein Feld, da möchte ich einsteigen, das ist seine Entscheidung, ich bin raus. Nochmal, man kann ja auch als Gesellschafter weiterleben. Man kann ja sagen, man nimmt sich fremde Geschäftsführer. Das sind unheimlich kluge Leute. Ganz toll. Fragen wir mal die Experten, was sagen Sie zu dem Modell? Also größten Respekt auch vor dieser Herangehensweise, denn wir erleben das tatsächlich in der Praxis schon auch mal anders, dass denn der Unternehmensgründer schon sehr an seinem Unternehmen kleben bleibt und sich eben nicht so leicht rauslösen lässt und dann es dem nachfolgenden Team oder dem Nachfolger schwerer macht, eigene Entscheidungen zu treffen, eigene Ideen zu verwirklichen, umzusetzen, denn es ist letztendlich, wenn ich ein Unternehmen übernehme, dasselbe oder ähnlich wie ein neues zu gründen. Ich muss meine eigenen Pläne machen, ich muss sagen, ich starte nur nicht ganz von null wie bei einer Existenzgründung, sondern starte auf einem Sockel, aber ich muss auch da in die Zukunft schauen. Und wenn ich da nicht frei agieren darf und ich meine Ideen nicht umsetzen darf, weil da jemand sitzt, der sagt, das weiß ich aber auf jeden Fall anders, dann ist das schwer und dann ist das auch ein Risiko fürs Business. Gute Ratschläge sind immer hilfreich und ich glaube, so ein Sparring ist auch nicht verkehrt, weil da gibt es ein Bauchgefühl, aber am Ende muss jemand die Entscheidung treffen dürfen und das am besten frei der Struktur folgen, die man sich vorgenommen hat. Herr Plassmeier, was sagen Sie zu dem Modell, was wir gerade... Ja, nochmal, also Chapeau kann man nur sagen, das ist wirklich wunderbar. Ich würde sagen, das findet man allerdings in der freien Wildbahn in so circa 2 bis 3% der Fälle. Ist das so, ja? So zumeist wenig. Zumeist ist es deutlich komplexer. Wir hatten ja bei der Vorstellung, hatte ich davon gesprochen, dass Sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern sollen. Dann machen Sie doch mal. Was gibt es denn da so für Fälle? Also ich sag mal, so einen Fall, so einen Idealfall habe ich eigentlich noch nie erlebt. Kann man sagen, vielleicht ist das auch der Grund. Ich meine, die kommen erst gar nicht zum Anwalt. Kommen gar nicht, die werden halt dezent, werden die gelöst. Das ist auch gut so. Also ich hatte schon Fälle mit auch wirklich harten Diskussionen, wo die Gründergeneration überleiten wollte, die Kinder es aber nicht wollten. Und dann das große Problem ist, wie sage ich es meinen Eltern in Anführungsstrichen? Also das ist sicherlich eine Konstellation, die man relativ häufig sieht. Da kann man sich immer nur wünschen, dass das auch artikuliert wird, weil es gibt auch immer die Fälle, wo man sagt, ich nehme es jetzt erstmal, dann ist Ruhe. Ich wollte gerade fragen, weil das findet doch eigentlich vorher statt, bevor ich zum Anwalt gehe, oder? Ob ich sage, ja oder nein? Na, sag mal so, wenn wir GmbH-Anteile übertragen, das muss man ja sogar beim Notar machen, also da hat man in der Regel schon vernünftige Verträge und häufig, sag mal, will auch die überleitende Generation in Beiratsgremien etc. noch mit tätig werden. Also das sind schon Themenbereiche, die strukturiert und auch geregelt werden sollten und oft auch werden. Also das ist schon ganz wichtig. Vielleicht nur ein Punkt, Sie haben eben gesagt, man kann sich ja auch als Gesellschafter einen externen Geschäftsführer nehmen oder 2 oder 3, das stimmt natürlich. Aber das ist natürlich eine Konstellation, die sieht man erst ab einer gewissen Größenordnung. Ich sag mal, wenn Sie so das klassische Business haben, dafür sind Sie wahrscheinlich schon ein bisschen zu groß, also ich sag mal 50 Angestellte, 20 Millionen Umsatz. Da als Gesellschafter zu sagen, ich lehne mich jetzt mal ganz zurück und gebe das in die Hände von Dritten, die sicherlich Experten sind, das fordert eine ganze Menge Mut. Und dann auch für dich zu sagen, ich lasse die einfach machen, ist eigentlich eine Konstellation, die man in diesen Größenordnungen selten sieht. Ist aber eine Option, die es durchaus gibt, aber die auch nicht so häufig gesehen wird, weil doch viele sagen, dann mache ich lieber einen sauberen Exit, wie man heute sagt, also einen Verkauf.
generiere damit erstmal eine gewisse kritische Masse, mit der man dann ja auch der nächsten Generation wieder ermöglichen kann, selbst unternehmerisch tätig zu werden. Und das meinte ich so ein bisschen, wo ich sage, es ist eine andere Generation. Vielleicht sagt die irgendwie Maschinenbau oder Kunststoff, finde ich doof. Biotechnologie ist irre interessant. Oder IT, da kann man natürlich mit einem solchen Exit die Möglichkeit schaffen für die nächste Generation, nicht im eigenen Unternehmen, aber trotzdem unternehmerisch tätig werden zu können. Und auch das sieht man vermehrt. Frau Dorfen, ich habe es hier auf dem Zettel, wir haben es schon so ein bisschen auch schon anklingen lassen. Wie gelingt Übernahme, wie gelingt Nachfolge? Welche Tipps aus der Praxis können Sie uns geben? Es muss die Kommunikation stimmen, es muss miteinander geredet werden. Genau, es ist wichtig, eine gewisse Transparenz auch zu fahren. Wenn ich einen Übernehmenden einfach nur loslaufen lasse, der soll den Kaufpreis irgendwie beschaffen, dann ist das ein bisschen zu wenig. Also das Eigenkapital hat ja nicht jeder einfach nur so in der Tasche, sonst bräuchten wir auch keine Banken. Da geht es darum, wie kann man eine Finanzierung stemmen, und um das bauen zu können, braucht es Unterlagen. Und da hilft es schon sehr, wenn der Unternehmer, die Unternehmerin Unterlagen, Planunterlagen, aktuelle Zahlen auch dem Übernehmenden an die Hand gibt, damit der weiß, wo setze ich auf, wie laufe ich weiter, was für einen Kapitaldienst kann ich vielleicht irgendwann mal davon bezahlen, welche Finanzierung kann ich stemmen und welche Bausteine muss ich mir zusammensammeln, damit ich den Kaufpreis erbringen kann. Denn da gibt es viele Möglichkeiten, viele Fördertöpfe auch, ganz viel Unterstützung, weil es natürlich allen daran gelegen ist, Betriebe am Leben zu erhalten. Das ist auch für uns hier in der Wirtschaftsregion echt ein Thema. Es geht darum, die Kraft, die Mitarbeitenden bei der Stange zu halten, all das zu erhalten. Und das ist allen daran gelegen, dass es gelingen kann. Dafür viel Unterstützung. Aber man muss halt wissen, welche Töpfe gibt es, welche passen, welche kann ich mir leisten. Das hilft. Stichwort Nachfolge, Felix Kuhne. Haben Sie Bedingungen gestellt und gesagt, Papa, ich mache das, aber da müssen wir schon das so und so machen, weil so könnte ich es mir als nächste Generation gut vorstellen? So konkret nicht unbedingt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nein, aber was eine Sache, die wirklich mir aufgefallen ist, ich hätte es, glaube ich, also früher, als ich 17 war und dann diese Entscheidung getroffen habe, dass ich das machen werde, zu dem Zeitpunkt konnte ich mir vorstellen, das mit meinem Bruder zu machen. Aber eigentlich habe ich auch gesehen bei meinem Vater und bei meinem Großvater, es wurde an einen übergeben sozusagen. Und mein Großvater hat es dann durch dieses Management Buyout, hat das selber dann eigenständig groß gemacht, ja, und mein Vater noch größer. Die Sache ist mir erst in letzter Zeit bewusst geworden. Also ich glaube, wenn man mich mit 17 gefragt hätte, machst du es mit deinem Bruder zusammen da in der Firma, dann hätte ich gesagt, ja. Jetzt sage ich nein. Also wenn jetzt nochmal diese Szene wäre am Küchentisch und einer sagen würde, okay, ich würde es aber auch mal irgendwie machen, dann hätte ich mich rausgezogen. Mhm. Weil ich glaube, das ist auch das mit dem, das ist sonst zu viel, das ist zu emotional, das ist, ne, mit Geschwistern, dann kommt der Partner zu den Geschwistern hinzu. Was ich auch alles erlebt habe, das ist schon ordentlich, ne, was da so draußen abgeht, gerade auf diesem Markt, ne, wer macht die Nachfolge, ne? Und deswegen kann ich gut verstehen, wenn Sie da auch nicht so wirklich viele Beispiele sehen, wo es gut funktioniert. Ich würde auch nicht sagen, dass das perfekt funktioniert und dass es da immer einen Plan A gibt, aber aber wenn ich jetzt nochmal rückdenken würde, würde ich, glaube ich, schon eine Sache stellen. Peter Kuhne, er macht's alleine. Sind Sie froh darüber? Ja, ich bin erstaunt und er macht's gut. Also, ja. Wir hatten uns am Anfang mal gesagt, wir treffen uns einmal die Woche und machen. Das wollte ich fragen, wie eng. Zweimal am Tag in der Bude drin und quatscht mit mir. Das wollte ich fragen, wie eng Sie zusammenarbeiten und wie der Austausch auch ist. Also was, ja, was? Wir sind auch eine intakte Familie. Also wir sehen uns auch öfter mal. Wie weit liegen Ihre Büros auseinander? Das weiß ich, 100 Meter oder sowas. Da kann man sich, ja. Also es ist überschaubar. Nein, aber Sie tauschen sich rege aus, das wollte ich wissen. Also es findet klar, nicht nur einmal in der Woche, gibt es ein Meeting oder so. Fragen hat und manchmal hat er auch gute Ideen, dann muss ich auch sagen, es ist okay. Es ist ein Austausch. Also
Das Problem ist in so einer Firma. Sie haben ja so eine. Sie müssen uns da ein bisschen mitnehmen. Ich habe keine Firma, deswegen. Ja, ich will ja gerade plastisch. Ja, bitte. Eine Firma ist ein Feuchtbiotop. Ja, das ist eingefahren und da ist der Chef und der Chef hat immer recht. Und das ist unmöglich. Sprechen Sie mit meiner Frau. Ich habe nicht immer recht. Ja, Sie brauchen Kritik. Sie brauchen neue Ideen, andere Ideen. Und jeder guckt Sie an und sagt, ich soll entscheiden. Das ist furchtbar. Und das muss man auch wollen und können. Mhm. Ja, Sie können sich vor den Spiegel stellen und sagen, ja, ich investiere jetzt 2 Millionen in den USA. Ja, wenn es klappt, klappt dann die Bank auf die Schulter. Wenn nicht, sagt die Bank, ja, wie kannst du das denn machen? Du bist doch viel zu klein. Diese Entscheidung müssen Sie alleine treffen. Und das muss man wollen und können. Und ich glaube, er kann das. Wir haben jetzt, wie gesagt, 3 gute Geschäftsführer, die in ihrem Bereich sehr gut sind. Mit denen kann man sich austauschen, aber man muss auch gucken, ist das jetzt eine Gefälligkeitsaussage oder stimmt die Aussage? Und das muss man lernen und muss machen. Und gerade bei der Anekdote hier, wie reibungslos das geht, als wir gesagt haben, so jetzt muss Nachfolge gemacht werden. Es gibt einen Witten-Herdecke, einen Lehrstuhl, der sich speziell um Nachfolgen kümmert. Hochschule, so privat finanziert. Und dann haben wir gesagt, so fix, geh da mal hin. Die hatten so einen Tag der offenen Tür, sprich mal mit denen. Und dann bist du zurückgekommen und hast gesagt, ich weiß nicht, was ich da wollte. Da waren nur Probleme, da waren nur Enkel, wo der Opa nicht mehr aus der Firma wollte. Oder ja, du kannst das vielleicht besser erzählen. Ja, also, bei uns ist es langweilig. Irgendwie klappt das alles so. Das ist toll, das freut mich. Ich kann Ihnen nichts Tolles erzählen. Nein, absolut. Es freut uns sehr, dass es so harmonisch bei Ihnen läuft. Ja. Aber wir sind sehr gespannt auf die Eindrücke, die Sie aus Witten-Herdecke mitgebracht haben. Ja, also ich bin dahin. Und naja, also bin dann da vor Ort gewesen und ich fand schon krass, dass es überhaupt so ein Studienfach gibt zur Nachfolge. Also ich dachte so, okay, das gibt man ab. Ne? Und wenn man Bock drauf hat, dann macht man das, dann zeigt man das dem Vater oder der Mutter oder wen auch immer. Und dann komme ich da an und dann, also, ich würde jetzt nicht sagen, wie in einer Runde, wo man sich seine Probleme erzählt, aber das war es eigentlich am Ende des Tages. Also wirklich, und das war wirklich, ich fand es krass, ich muss wirklich sagen, ich fand es krass. Also ich hätte mit keinem von denen tauschen wollen, weil ganz ehrlich, da wäre ich schon raus gewesen ab dem Punkt. Ne? Also wirklich, ne? Dann waren da 2 Geschwister, die haben sich gegenüber an den Tisch gesetzt. Was macht ihr denn hier an so einer langen Tafel? Und ja, weil die sich nicht mehr verstehen. Und das alles in so einem Alter von, wie alt war ich da? Keine Ahnung, 18, 19, 20. Also das ist, also wenn daran eine Familie zerbricht oder wenn da irgendwo was nach links und nach rechts losgeht, das ist mir zu heiß, das Ding. Ne? Da bin ich weg. Also dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann suche ich wirklich oder dann würde ich auch sagen, soll man wirklich jemanden suchen extern, der das Ganze da weiterführt, weil wir sprechen da wirklich am Ende des Tages, Vater hat es gerade gesagt, um Gehälter, um Menschen, um Familien und denen ist auch nicht geholfen, wenn dann da irgendjemand mit Familienstreit morgens ins Büro reinkommt und am besten noch die Frau oder die Tochter da schreiend hinterher irgendwas hat schmeißt. Ne? Also, ja. Hat sicherlich mit Eitelkeiten zu tun und sich klar werden darum, wie groß auch die Verantwortung ist, die man da eben noch hat. Frau Dauven, ein Nachfolger, der eine hohe Expertise, das setzen wir jetzt mal voraus, eine hohe Motivation hat. Wie viel Geld braucht der? Wie viel muss der mitbringen? Oder andersrum, kann ich mit nichts an den Füßen, nachfolgermäßig, auch Unternehmer werden? Also ich frage jetzt nicht für mich, ich frage für einen Freund. Fünf Freunde, ne? Ja, genau. Also mit gar nichts an den Füßen ist eine Herausforderung. Wir sagen schon so 10-15% Eigenkapital als Commitment zu dem Thema. Wollen was ist denn so eine Firma? Sehen? Ja, da gibt es alles. Von der Pommesbude. Ja, okay. Also ja, aber selbst das ist ja teilweise schwer aufzubringen, wenn man in einer jungen Generation ist. Ja. Wann soll man das irgendwie erarbeitet haben, wenn man nicht irgendwie vorher geerbt hat oder im Lotto gewonnen? Auch dafür, ich hatte eben gesagt, es gibt verschiedene Bausteine, die unterstützen. Da gibt es Unterstützung der Bürgschaftsbank zum Beispiel, die auch Risiko gegenüber den Banken wieder wegnimmt, weil das ist ja so das Thema. Wir wollen ein Commitment desjenigen sehen, der das Unternehmen übernehmen will. Die Bank übernimmt auch Risiko und dann hilft es schon mal, wenn noch so ein Risikopartner mit dazukommt, gerade in den Phasen, wo eben das Eigenkapital noch nicht so locker sitzt. Und das ist halt häufig so bei einem Start-up, bei einer Existenzgründung, aber auch bei einer Übernahme. Und dafür gibt es auch Lösungen, die dann individuell echt gebaut werden müssen. Herr Dr. Plassmeier, mit nichts an den Füßen ist es wahrscheinlich nicht gut, ne?
Ja, also das sieht man eigentlich überhaupt nicht. Also man muss schon ein bisschen was mitbringen. Und das ist auch häufig so der erste Lackmustest. Selbst bei einer familieninternen Übergabe. Ich habe das gerade beim kleineren Familienunternehmen, wo auch die übernehmende Generation, die muss jetzt kein Geld mitbringen, sondern das kann man ja anders lösen, aber ins Risiko geht, dass man sagt, wir wollen, die finanzierende Bank hat eine persönliche Bürgschaft vom Senior, die soll abgelöst werden, der soll ja auch, ich sag mal, in Ruhe seinen Ruhestand genießen können. Und dann muss halt die übernehmende Generation einspringen und sagen, ja, ich bin da, ich stehe mit meinem persönlichen Vermögen hinter diesem Unternehmen. Das zeigt zum einen, ob man wirklich dran glaubt, und zeigt auch, ob man das auch kann. Dass man wirklich sagt, ich gehe mit Commitment in dieses Engagement rein und bin auch bereit, persönliches Risiko zu übernehmen. Also dass jemand ohne einen Cent sozusagen auf der Tasche kommt, das sieht man nicht. Und Sie fragten eben, was kostet ein Unternehmen? Ich sage mal, Sie können mit einem dicken Daumen sagen, es gibt sogenannte Multiples, die also dann am Ergebnis meistens anknüpfen, abhängig von der Branche. Aber sagen wir mal, so dicken Daumen, so um die 10-mal Ergebnis muss man zahlen. Also wenn Sie ein Unternehmen haben, was 1 Million Gewinn macht, müssen Sie dafür 10 Millionen bezahlen. Ganz, ganz, ganz dicker Daumen. Gut, ich habe ja für einen Freund gefragt. Genau. Genau. Peter Kuhne, was würden Sie sagen, was ist am wichtigsten bei der Nachfolge? Jetzt wird es ein bisschen ketzerisch. Ist es der Fortbestand der Firma oder dass die Eigentümerfamilie gut aus der Übernahme rauskommt, dass da was hängen bleibt? Ich würde sagen, keins von beiden. Okay. Also, wenn Felix entscheiden würde, die Firma verkauft man sie. Also es ist wirklich, es ist kein Zuckerschleck, dieses Unternehmertum. Ich will nicht sagen heutzutage, vielleicht war es früher auch schon so, aber es ist schon eine Herausforderung. Und ich würde Familienfrieden auch vorsetzen. Also wenn es keiner der Kinder gemacht hätte, nochmal im Augenblick, wir haben 3 Geschäftsführer. Das läuft, das funktioniert. Wir entwickeln vernünftig, wir verkaufen vernünftig. Mhm. Das hat auch lange gedauert. Ich habe eigentlich was Verkehrtes studiert. Ich habe Maschinenbau in Aachen studiert. Ich wusste dann, was eine Hauptachsentransformation und vektuelle Darstellung ist. Hat mich nur nie jemand nachgefragt. Ich wusste aber nicht, was ein EBIT ist. Und da wir sind alles Männer, also weitgehend bei uns sind Männer und Ingenieure. Und das Schlimmste ist, wenn ein Ingenieur sagt, kein Problem, dann gehen Sie besser zur Bank und fragen, ob Sie Kreditlinie erhöhen. Und das habe ich leidvoll lernen müssen. Deswegen habe ich ihm gesagt, er soll BWL studieren, weil eine Maschine bauen ist nicht schwer, aber damit Geld zu verdienen, das ist schwer. Mhm. Und das muss man lernen. Das kann einem keine Universität beibringen. Dazu muss man bereit sein, das zu machen. Ärmel hochkrempeln und arbeiten. Und alle unsere Kinder haben auch eine Ausbildung, auch der Arzt, damit die wissen, für was sie ihre Hände haben. Also ich hätte auch eine Frittenbude leiten können. Das hätte ich auch ganz gut gekonnt. Frittenbude? Eine Frittenbude, ja. Wir haben eine Frittenbude nebenan und diese war furchtbar. Und ich habe gesagt, irgendwann verkaufe ich meinen Laden und übernehme die Frittenbude. Vielleicht zur Wichtigkeit, wenn ich ganz kurz nur einsetzen darf, da habe ich mal von einem Mandanten gelernt, der gesagt hat, ich möchte nach dem Prozess 2 Dinge. A, ich möchte noch in den Spiegel gucken können. Und B, ich möchte hier wohnen bleiben können. Er wohnte in eher dörflichen Bereich und er hat halt gesagt, es ist mir wichtig, dass ich nicht eine Heuschrecke veräußere, wo danach die, vielleicht bei Ihnen noch ein bisschen ähnliche Strukturen, man sieht die Leute in der Metro und im Edeka und ich könnte jetzt noch die anderen Supermärkte hintersetzen. Rewe gibt es auch noch, ganz genau. Also dem war einfach nur wichtig, dass er sagt, ich möchte in den Spiegel gucken können und ich möchte einfach erhobenen Hauptes durch mein Dorf gehen können. Und das fand ich total ehrlich und total toll, dass nicht einer gesagt hat, ich möchte eine Maximierung des Gewinns. Also der hat bewusst gesagt, ich verkaufe nicht eine Heuschrecke, auch wenn die mir 1 Million mehr bezahlen. Das war am Ende noch so, dass es darauf auch nicht wirklich ankam. Ist auch ein Luxus, den man haben möchte, aber das war ihm einfach wichtig. Und das war für mich eine tolle Aussage. Kann man auch nur von lernen, von solchen Äußerungen. Frau Dauven, wer spielt außer den direkt Betroffenen bei dieser Transformation auch eine wichtige Rolle? Stichwort Kommunikation ist alles, was wir eben auch schon mal hatten. Sind es die Mitarbeiter, sind es die Lieferanten, sind es die Dienstleister, sind es die Kunden, Coach haben wir schon gehört. Also
Das haben Sie ja gerade schon alle aufgezählt. Das habe ich schon alle gesagt, okay. Ja, aber tatsächlich ist es ja das Konglomerat aus all dem, wenn so ein Übernahmeprozess ansteht, das könnte ja auch für Unruhe in der Mitarbeiterschaft sorgen, wenn man nicht weiß, dass es der Junior ist, den man ja eh schon ewig kennt oder vielleicht gerade dann, keine Ahnung, kann auch sein. Ne? Das kann zu Unruhe sorgen und dann habe ich auch ein Risiko im Unternehmen, dass quasi die richtig Guten sich anderweitig umsehen. Der Arbeitsmarkt ist im Moment so gelagert, dass es genug Alternativen gibt und das wäre natürlich schlimm, wenn ein Unternehmen ausblutet in Irrungen und Wirrungen eines Übernahmeprozesses. Deshalb rechtzeitige Kommunikation, vernünftiges Einbinden der Mitarbeitenden, die auf jeden Fall auch fürs Unternehmen relevant sind, die Schlüsselpositionen, aber auch nicht zu früh Unruhe verbreiten. Also das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, wenn wir jetzt auf das Thema Mitarbeitende gucken und alle anderen, die Sie genannt haben, das gilt auch für Kunden, das gilt für Zulieferer, all die so abzuholen, dass sie bei der Stange bleiben und das Netzwerk drumherum, Beratungsgesellschaften, es gibt eine IHK, es gibt eine Menge Player, die auch unterstützen mit Expertise. Sparkasse Köln-Bonn gehört natürlich auch dazu, hatte ich eben gesagt, dass wir beide Bereiche abbilden. Das ist dann so das Konstrukt, was vollumfänglich an Bord gehört irgendwie. Wir gucken ja bei Ihrer Firma so ein bisschen hinter die Kulissen. Welche Rückmeldungen kommen denn da so von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Wie wird denn der Junior da aufgenommen, begrüßt? Wie wird mit ihm gesprochen? Was findet statt? Also eins muss man vorher lernen, bevor man dann zum ersten Mal Vollzeit in die Firma reingeht, dass man es nicht jedem recht machen kann. Also das wird auch nie passieren und es ist auch gut so, dass das nicht funktioniert. Ne? Weil am Ende des Tages wäre das mehr als komisch, wenn dann auf einmal alle so jubelnd hinter einem stehen würden. Also wäre auch irgendwas komisch. Ja, also ich habe meine Arbeit bis dato getan. Ich habe eine Ausbildung gemacht, um wirklich auch für mich, um auch mal zu sehen, wie es so sozusagen in der Fertigung läuft. Habe während des Studiums da gearbeitet. Ich habe mich im Vorhinein gezeigt, ja. Und sie sind nicht alle schreiend rausgelaufen, als ich kam. Also das hat dann irgendwo gepasst. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht. Und das ist so das Problem, was man so hat. Ich kann nur das mitbringen, was ich, wie ich mich vorbereitet habe. Und ich habe das Gefühl, dass so auch nach einer gewissen Zeit, wenn dann sozusagen auch die ersten Erfolge für einen selbst entstehen, dass man das natürlich auch ausstrahlt. Und am Ende des Tages bin ich ein ehrlicher Typ. Und ich glaube, das erkennt man wieder bei meinem Vater. Mich erkennt man wieder so ein bisschen bei meinem Vater. Und das ist, glaube ich, das, was auch die Mitarbeiter halt einfach wollen. Ne? Die wollen sozusagen auch Planungssicherheit, wie die Bank Planungssicherheit haben will, wollen die Mitarbeiter auch Planungssicherheit haben. Und nochmal ein Punkt zu, was wir gerade eben hatten. Dass man sozusagen der Senior rausgeht und sagt, okay, die Firma gebe ich jetzt ab, aber ich will nicht, dass die an der Heuschrecke verkauft wird. Das macht ja auch gerade die Familienunternehmen aus, ne? Dass die sozusagen auch mal längere Trockenphasen sozusagen durchstehen, weil sie ein ganz anderes Ziel haben in unserer Gesellschaft, als, sage ich mal, ein Siemens, der einen Drohnen, also es gibt auch noch viele, ganz viele andere, ich möchte jetzt nicht, aber wie irgendein großes Unternehmen, wie ein großer Konzern, der ein ganz anderes Droh- und Sanktionspotenzial hat und die vielen Mittelständler hier in Deutschland, gehen ein anderes Risiko ein und weniger das der Gewinn maximiert. Aber wir waren eben auch ein bisschen bei der Rolle, die Felix Kuhne bei Ihnen in der Firma so hat und die Akzeptanz gegenüber den Mitarbeitern, wahrscheinlich braucht es aber auch Zeit, oder? Man muss es sich doch wahrscheinlich auch, das zeigt ja Ihre Erfahrung auch, als es von der ersten in die zweite Generation ging, einfach Zeit. Also ich habe mit 28 in der Firma angefangen, mein Vater ist ganz schnell rausgegangen und wenn ich dann irgendwo mit dem Namen bei einem Kunden war und der wollte dann für eine Million irgendwas kaufen, konnte ich toll reden, aber man merkte, der hat sich umgeguckt, so ist hier auch noch ein Erwachsener irgendwie. Also es hilft unheimlich, wenn Sie keine Haare haben oder graue Haare. Sie können unheimlich viel Blödsinn erzählen. Es wird Ihnen alles geglaubt. Ich weiß, was Sie meinen, ja. Ja, also man braucht Zeit. Die Zeit haben wir nochmal. Angestellte Geschäftsführer, das kostet Geld. Dafür mache ich jeden Monat immer nur 8 Millionen und keine 10 Millionen, die ich raushole. Es macht einfach Spaß. Eine Firma muss man haben, weil es Spaß macht. Nicht um irgendwie der reichste Unternehmer des Siegreises zu werden. Es ist ein geiles Gefühl. Ja?
eine Truppe hinter sich zu haben und Maschinen zu bauen, die wirklich so auf dieser Welt nicht so furchtbar oft vorkommen. Und dann das macht Spaß. Ja. Das hätte ich mit Pommes frites nicht erreicht, glaube ich. Die wären auch gut gewesen. Aber dann lassen Sie uns doch zum Schluss noch mal so kurz in die Region schauen. Also wie ist es denn auch an Sie, die Frage an den Vizepräsidenten der IHK Bonn-Rhein-Sieg, wie ist es denn um den Mittelstand bestellt, wenn es heißt, die Betriebe erfolgreich weiterführen zu wollen oder zu müssen? Es gibt so einen klugen Spruch, es gibt sehr viele kluge Leute, der stammt von Churchill und er hat mal gesagt, die meisten glauben, dass der Unternehmer ein räudiger Hund ist, den man erschlagen muss. Die anderen glauben, er ist eine Kuh, die man melken sollte. Die wenigsten wissen, dass es der Gaul ist, der den Karren zieht. Und dieses Verständnis ist leider abhanden gekommen. Also mit Work-Life-Balance kriegen sie keine Gewerbesteuer bezahlt, kriegen sie keine 1,2 Millionen Gehälter. Und wenn einer in diesem mir mal irgendwie eine tolle Idee gibt, wie das hinhaut mit Work-Life-Balance und am besten gar nicht mehr arbeiten, wie man das alles hinbringen soll. Die Kunststoffmaschinenbau in unserer Region, von der habe ich Ahnung, wir machen 3,5 Milliarden Lohnsumme. Das ist das Geld, von dem Sie alle leben. Und unser Geld kommt von außen. Wir holen frische Euros aus Amerika, Asien und sonst wo rein. Das landet in Reisebüros, in Handwerksbetrieben, bei Sparkassen und bei Rechtsanwaltskanzleien. Und man muss sich mal darüber klar sein, in dieser Region, wir sorgen dafür, dass der Karren gezogen wird. Und wir müssen aufpassen, dass nicht zu viele Leute die Brocken hinschmeißen, Kinder keine Lust mehr haben, Work-Life-Balance machen. Nochmal, kaufen sich ein Wohnhaus in Köln mit 10 Parteien. Dann haben sie mit nichts mehr was zu tun. Da können sie sich abends überlegen, in welches Restaurant sie gerade gehen wollen. Ich glaube, Churchill hat auch gesagt, Sport ist Mord, oder? Das kann sein. Man muss ja nicht alles von ihm überlegen. Frau Dorfen, wie kann man das Potenzial von Frauen als Nachfolgerin noch mehr optimieren? Warum fragen Sie mich das? Mal überlegen. Ja, vielleicht sind es auch eigene Erfahrungen, die Sie mit... Ich werde auch Herrn Dr. Plasmeier dazu fragen. Also letztendlich, jetzt haben wir ja auch ein Beispiel von zwei Kerlen, die sagen, Unternehmertum ist gut. Ich glaube, da gibt es mittlerweile schon ziemlich viele Mädels, die sich auch trauen. Aber das ist harte Arbeit. Es ist nicht so, dass Frauen arbeitsscheu sind, aber sie sind vielleicht manchmal ein bisschen risikoaverser. Das erleben wir schon noch. Das Problem sind die Männer, Frau Dumm. Wie immer. Nochmal, ich hätte liebend gerne eine Frau als Geschäftsführerin, weil ich glaube, dass sie besser mit Geld umgehen können. Dass Frauen sensibler sind und tiefgehender und vernünftiger sind. Nicht so Männer, ach, kein Problem. Also wir zwei gehen gleich noch einen trinken. Und aber Fakt ist... Ihm wir alle im Übrigen. Wir müssen mit ihm einen trinken. Ich bin aber, auch. Es gibt nicht so viele oder noch zu wenige Vorbilder möglicherweise, wo auch so ein Gespann, wo eine Mutter an ihre Tochter übergibt oder so. Das sieht man jetzt nicht so oft. Aber das ist halt so gewachsen und das Unternehmertum ist noch sehr männlich geprägt. Darf sich alles ändern, wird sich auch ändern, aber dafür müssen die Damen auch wollen und sich das auch zutrauen. Da kann man nur Mut machen, das ist so der Job. Wir machen in der Sparkasse ja auch keinen Unterschied, ob da jetzt eine Gründerin oder ein Gründer kommt. Das Konzept muss passen und die Frau oder der Mann muss passen. Fertig. Jetzt frage ich auch noch einen Mann. Trauen Sie sich das? Ja. Herr Dr. Plasmeier, wie kann man das Potenzial von Frauen als Nachfolgerin noch mehr optimieren? Ich glaube, das ist einfach nur eine Lernkurve, dass auch Frauen und geeignete Frauen zu wenig Vorbilder haben, an denen das gelernt werden konnte. Also wir haben in der Mannschaft eine ganze Reihe sehr erfolgreicher Gründerinnen, die auch noch nebenbei Kinder bekommen. Da kann man nur sagen, das ist Chapeau, Hut ab. Aber das hat sich halt in der Generation, über die wir reden, wenn wir Unternehmensnachfolgen ansprechen, noch nicht so durchgesetzt. Ich glaube, das wird kommen mit der Zeit. Wir sehen mehr Frauen in der Wirtschaft, in Aufsichtsräten, in Vorständen. Wir werden mehr Unternehmerinnen sehen. Ich glaube nicht, dass es etwas ist, was man mit, ich will jetzt nicht eine Quotendiskussion oder Ähnliches anstoßen, was man mit externen Faktoren befeuern kann, gerade bei so einem Thema, wo wir ja gelernt haben, da muss man einfach dahinter stehen. Und das muss der Mann, die Frau, wer auch immer, der muss das einfach wollen. Und dann ist ehrlich gesagt egal, welches Geschlecht die Nachfolgerin oder der Nachfolger hat. Also unsere Tochter wollte es nicht. Also wir hätten ja die Auswahl gehabt. Die ist Mechatronikerin, also die kann wirklich mit Technik umgehen. Aber die sagte, keinen Schreibtisch, keinen Hosenanzug, ich will rausfahren. Die hat Kind, Mann, der das mitmacht. Aber sie hatte kein Interesse am unternehmerischen
leben. Und das kann man nicht verstehen, das muss man wollen. Das ist kein einfacher Job. Vielleicht glauben Sie es ja nicht, aber unser Stündchen ist rum. So schnell geht das. Enden möchte ich aber mit einer persönlichen Frage an Sie vier. Wenn man das Wort Nachfolger oder Nachfolgerin im Wörterbuch nachschlägt, dann liest man Person, die jemandes Arbeit, Aufgabe, Amt übernimmt. Frau Dauven, wen möchten Sie in der Runde beerben und für einen Tag die Nachfolgerin sein? Also auf jeden Fall haben wir zwar ein Thema, weil ich würde gerne Trompete spielen lernen. Aber ich finde, die Definition ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Es geht ja ums Weiterentwickeln. Und das ist so der Punkt. Das ist das, was dann auch richtig Spaß macht. Es ist toll, wenn man auf etwas aufsetzen kann, aber einen eigenen Fußabdruck zu hinterlassen, also neben den Fußstapfen zu laufen, das ist eigentlich das Spannende am Thema Nachfolge, finde ich. Und so ein bisschen bei Kuhne, ein bisschen schnuppern. Mhm. Gut. Herr Dr. Plassmeier, wie ist es bei Ihnen? Ja, wir haben ja gelernt, dass Herr Kuhne Senior 8 Millionen jeden Monat entnimmt, auf einer Yacht lebt. Da würde ich natürlich sofort mit Ihnen tauschen, aber ganz ehrlich. Sagen Sie aber nicht weiter, gell? Das ist jetzt nur unter uns gewesen. Wir sind ja unter uns. Aber ich wäre auch beim Felix, weil ich das für eine spannende Aufgabe einfach halte, dass man es will und auch so ein Unternehmen nach vorne irgendwie gestalten kann. Ich glaube, und da will ich auch ein bisschen Werbung für machen, dass es vielleicht noch mehr Menschen in der neuen Generation einfach angehen, weil das macht, Sie haben es eben gesagt, das ist eine geile Sache, das macht Spaß, auch selbst gestalten zu können. Von daher wünsche ich nur ein glückliches Händchen und alles Gute. Also das wäre für mich auch spannend. Macht Spaß, ist aber auch Arbeit, haben wir gelernt. Ist auch Arbeit. Ist klar. Auch Arbeit. Peter Kuhne. Wenn's ich möchte keinen beerben, ich bin zu alt und freue mich darüber, nur einen Tag. Dass ich dieses nur Thema einen nicht Tag. Habe. Nee. Also es ist einmal ein unheimlich Antwort. Schönes einmal Gefühl, Antwort. Alt zu sein und zu sagen, Leute, macht ihr. Irgendwann mache ich den Deckel zu und dann wird Klimakatastrophe, ist nicht mehr meine Baustelle. Okay, dann wird Herr Kuhne kein Antwort. Bis dahin fahre ich Elektroauto und rette die Welt. Aber ja. Und wir haben die Q-Tips verboten, Kunststoffverarbeitung. Wir haben die Welt gerettet, wir haben die Q-Tips verboten. Das wird, ist das so? Genau, doch, das wird die Klimakatastrophe beseitigen, doch. Oh, jetzt kommt ein neues Thema. Da müssen wir ganz schnell, zum Junior rüber, Felix Kuhne. Ja, die Nachfolgefrage in dieser Runde für einen Tag. Wo soll es hingehen? Ich bin ja mittendrin. Sparkasse, ne? Sparkasse so, oder Anwalt? Ja, genau, für einen Tag woanders. Einmal dann würde ich doch mal bei der Sparkasse vorbeigucken. Ne? Also mit der Kantine hört sich gut an. Mit der Kantine hört sich gut an, ne? Wo wir heute ganz vorhin mal über Frühstück gesprochen haben. Homeoffice gibt es auch bei Ihnen wahrscheinlich, gell? Auch. Ja, hier entstehen ganz neue Verbindungen, ja, genau. Vielleicht komme ich auch mal vorbei. Also gucken wir uns mal die Speisekarte. Wunderbar. Damit sind Sie machen meinen Job und ich gehe dann bei Ihnen essen. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende des 60. Bonner Wirtschaftstalk. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren vier Gästen für diese lockere, witzige, sympathische Runde, die wir hatten, oder? Also es kam doch richtig... Die toll moderiert war auch. Nein, aber das ist... Also es hat schon sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Der Dank geht weiter an unser Saalpublikum, was Sie gerade im Hintergrund klatschen hören. Und natürlich auch der Dank an Sie zu Hause oder wo Sie uns gerade auch immer zuschauen werden auf dem Bildschirm. Die Sendung möchte ich beenden mit einem Zitat über Chefs. Die spielen ja eine große Rolle beim Nachfolgen, haben wir gelernt. Der Wirtschaftsberater Carsten Bach hat sich mal bei den Schmetterlingen bedient und Folgendes gesagt. Manche Chefs sind wie Falter. Die einen sind Zusammenfalter, die Guten aber sind Entfalter. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bis bald und tschüss.